Seit Endgame ist das MCU nicht mehr dasselbe. Die Filme und Serien sind maximal Mittelmaß und es fehlt an einem roten Faden und einer richtigen Geschichte. So zumindest fängt mittlerweile jede Kritik an, wenn irgendein neuer Marvel-Film oder eine Marvel-Serie rauskommt. Mit Ant-Man and the Wasp Quantumania soll sich das aber nun anscheinend ändern. Phase 5 beginnt. Der große Bösewicht der Multiverse-Saga wird uns richtig vorgestellt. Und ob das funktioniert, das erfahrt ihr in dieser Kritik. Viel Spaß. Ich muss nicht gewinnen. Wir müssen nur beide verlieren. Fangen wir direkt mit was Positivem an. Das Versprechen, dass uns hier der Bösewicht der neuen Saga vorgestellt wird, das wird wirklich eingehalten. Man hat ihn ja schon im Loki-Finale gesehen, aber hier ist Jonathan Majors als Kang nochmal richtig in Präsenz. Er spielt eine wichtige Rolle, er wird uns quasi richtig vorgestellt und wird auch von Jonathan Majors wirklich großartig gespielt. Das muss man einfach sagen, das ist ein toller Schauspieler. Ich glaube, von denen werden wir in naher Zukunft noch viel sehen. Vor allem diese Präsenz, die er hat, dieses Charisma, seine ganze Aura einfach, die ist einfach toll und macht wirklich Lust auf mehr. Also ich glaube, mit Kang haben wir da einen würdigen Ersatz für Thanos. Was man aber direkt sagen muss, ist, obwohl er so präsent und auch so wichtig in diesem Film ist, wirklich viel erzählen kann ich euch jetzt auch nicht über ihn. Der Film versucht uns zwar viel über Kang zu erklären, aber bis auf ein paar bedeutungsschwangere Aussagen, wie böse und wie traurig er doch sei oder wie mächtig und dass er sich ja rächen will an wen genau, weiß man auch nicht wirklich. Aber bis auf diese leeren Aussagen ist da nicht viel da. Und so weiß ich am Ende zwar gut, der ist irgendwie böse, der ist irgendwie mächtig, aber wirklich fühlen tue ich das nicht. Und warum genau Kang jetzt Kang ist, was ihn ausmacht, was vielleicht auch seine Motivation ist, das kann ich euch leider auch am Ende dieses Films nicht wirklich beantworten. Und das ist halt kein gutes Zeichen, wenn man bedenkt, wie viel Platz Kang in diesem Film einnimmt. Er heißt zwar Ant-Man and the Wasp, aber The Wasp, so viel kann man schon mal verraten, hat nicht wirklich was in diesem Film zu tun. Also ich weiß nicht, warum die genau im Titel steht. Die ist zwar da und die darf auch hin und wieder mal einen Deus Ex Machina Moment haben, wo sie dann Ant-Man noch schnell aus einer brenzligen Lage rettet, aber ansonsten, bis auf vielleicht ein, zwei Sätze, die sie in die Kamera sagt, ist sie halt da, ähnlich wie Ant-Man eigentlich. Der ist natürlich irgendwie der Hauptcharakter in diesem Film, gleichzeitig aber irgendwie auch nicht. Also der hat eine erschreckend kleine Rolle in diesem Film. Das merkt man halt vor allem schon daran, dass es keine wirkliche Veränderung für Ant-Man gibt. Also er hat zwar irgendwie eine Art von Character-Arc, aber wirklich von einem Character Development kann man da jetzt nicht sprechen. Der ist eigentlich am Ende genau der gleiche wie am Anfang, hat vielleicht ein, zwei Kalendersprüche mehr jetzt auf dem Petto, aber das war's dann auch schon. Und das ist halt auch ziemlich verständlich, wenn der Film sich so wenig Zeit für diesen Charakter nimmt. Also vor allem in der Mitte dieses Films haben wir ein gigantisches Loch, wo es eigentlich nur um Kangs Vergangenheit geht, um seine Geschichte und wer er ist und was er macht. Und wie gesagt, nimmt das zwar an sich viel Platz ein, erzählt wird aber nur zeitlich viel, inhaltlich steckt da aber eigentlich nicht viel drin. Und Film ist ja auch eigentlich ein visuelles Medium, deswegen erzählen ist ja eigentlich ein gutes Wort, denn es wird eigentlich nur erzählt. Das heißt, es wird gesprochen, es geht Dialog nach Dialog nach Dialog, es wird so viel gebrabbelt in diesem Film. Man könnte denken, man ist in irgendeiner Talkshow eigentlich, wo es darum geht, wer Kang eigentlich ist, anstatt von einem Film. Also Show, Don't Tell ist ja eigentlich eine der wichtigsten Filmregeln, dass man lieber etwas zeigt, als es zu erzählen. Das passiert in diesem Film absolut nicht. Alles muss irgendwie erklärt werden, teils fünffach und sechsfach, also wie oft in diesem Film irgendwie erwähnt wird, wie mächtig Kang ja sei, anstatt uns vielleicht mal zu zeigen, was der denn kann. Das ist schon sehr erschreckend und auch sehr ermüdend irgendwann. Man merkt halt ganz klar, die Handlung ist hier nur Mittel zum Zweck, um uns Kang vorzustellen. Es heißt dann zwar irgendwie im Film noch, dass ja nur Ant-Man ihm jetzt hier helfen könnte und dass er ja besonders wichtig sei. Wirklich fühlen tut man das aber nicht. Also ich habe das Gefühl, wenn da die Veröffentlichungsdaten ein bisschen anders wären, dann könnte da Kang jetzt auch sagen, wie wichtig doch Doctor Strange sei oder wie wichtig da irgendein anderer Held sei, der da mit seinen Fähigkeiten ihm halt gerade helfen kann. Aber man hat nie das Gefühl, dass da wirklich irgendeine Verbindung zwischen Ant-Man und Kang entsteht. Protagonist und Antagonist sollten ja eigentlich irgendwie eine Symbiose ergeben. Zwei Seiten derselben Münze, sagt man ja so schön. Das ist hier wirklich überhaupt nicht
sich gegeben. Also die haben dann vielleicht so eine leichte Überschneidung, wo es dann ums Thema Zeit geht, aber das ist dann auch mehr gezweckt als wirklich natürlich. Jetzt kann man natürlich sagen, ist das denn alles so wichtig? Muss man das Drehbuch jetzt in alle seine Einzelteile zerlegen? Geht es nicht hier um den Spaß, um die Action, um die coolen Momente, um die tollen Bilder und alles, um diese fantastische Welt? Denn es geht ja in Ant-Man and the Wasp Quantumania um die Quantenebene, wenigstens ein Teil des Titels, der wirklich eingehalten wird, denn die ist von vornherein präsent. Also der Film verschwendet da keine große Zeit, taucht schnell in diese Welt ein und präsentiert uns dann diese Quantenebene, was dann eben eine Art Mikrouniversum ist, was entsteht, wenn man irgendwie ganz doll schrumpft, dann kommt man da irgendwie rein. So ganz genau wird das nicht erklärt. Ist aber auch nicht so wichtig. Das Problem ist nur, dass diese Quantenebene vielleicht im Konzept ganz cool ist, im Film aber wirklich nichts draus gemacht wird. Also nicht nur sieht die wirklich nicht gut aus, sondern die ist auch einfach sehr konstruiert. Also man versteht diese Welt nie wirklich und das ist irgendwie auch die Idee, dass das alles so verrückt ist und nichts ergibt Sinn. Aber dadurch fühlt sich diese Welt auch so egal an. Das wirkt einfach ein bisschen so, als hätte der Schreiber irgendwie Rick und Morty gesehen, sich gedacht, ah, super, sowas Verrücktes will ich auch mal machen. Ja, und wie es der Zufall so will, ist der Schreiber ja auch ein Writer von Rick und Morty. Und genauso fühlt sich das halt leider auch an. Es fühlt sich einfach nur an wie eine Rick and Morty-Episode, aber eben nicht wie eine gute, sondern wie eine, die Rick and Morty nicht wirklich versteht. Rick and Morty ist natürlich irgendwie zufällig und verrückt und bunt, aber es hat immer noch einen gewissen Sinn, da ist ein gewisses Theme dahinter, da steckt eine Logik oder irgendeine Aussage, die dann getroffen wird. Aber hier ist es einfach nur verrückt und random, um verrückt und random zu sein. Also dann läuft da hier ein Brokkoli rum, da ist irgendein Monster, was von Löchern faselt, und hier sind dann irgendwie lebendige Häuser. Das ist irgendwie alles so verdammt egal. Die Tonalität des Films hilft dabei auch überhaupt nicht. Es wird zwar auf der einen Seite versucht, dieses verrückte Universum zu zeigen, auf der anderen Seite nimmt sich der Film so verdammt ernst. Also es ist wirklich erschreckend, wie wenig Humor dieser Film auch zu bieten hat. Und wenn er mal Humor hat, dann ist er meistens ziemlich unlustig in meinen Augen. Wir hatten das ja jetzt schon mit Wakanda Forever, der war ähnlich schrecklich humorlos einfach. Viele haben ja die Marvel-Filme lange dafür kritisiert, dass die so viele Witze haben, dass sie so krampfhaft Witze bringen. Und das stimmt, das ist auch nicht immer gut, aber genauso ist es eben nicht gut, einen Film zu haben, der so sehr auf Humor verzichtet, wo er Humor auch mal wirklich gebrauchen könnte. Vor allem mit einem Schauspieler wie Paul Rudd, der halt sehr gut in komödiantischen Filmen ist, der kommt hier wirklich überhaupt nicht zur Geltung. Man fragt sich einfach, warum es diese ganze Geschichte gibt, warum muss es jetzt diese Quantenebene geben, warum ist die so relevant, wenn, und man muss es hier einfach ansprechen, ist alles auch noch so unglaublich hässlich aussieht. Also man kann sich sicher sein, Ant-Man and the Wasp Quantumania ist jetzt mit Sicherheit der hässlichste MCU-Film, den wir je hatten und löst damit sogar noch Spider-Man No Way Home ab. Wer hätte das gedacht, dass das mal passiert? Es ist wirklich ein absoluter Tiefpunkt, was man hier geboten bekommt. Die Effekte sind nicht wirklich gut, die Shots sind nicht gut, die Farben sind ein einziger brauner Matschhaufen, da sticht nichts wirklich hervor. Es ist keine clevere Komposition zu sehen, es wird nichts mit der Kamera gemacht, es wird eigentlich mit gar nichts irgendwas gemacht. Wovon ich besonders genervt bin, was schon in No Way Home wirklich schrecklich war, sind diese Shots, wo der Charakter einfach dasteht, der Hintergrund wird geblurrt und dann darf der da halt seine zwei Sätze sagen und dann wird zum anderen gecuttet, der da genauso steht, auch mit geblurrtem Hintergrund, seine zwei Sätze sagt und wenn die Autorin und Macher mal ganz verrückt sind, dann wird für einen witzigen oder dramatischen Satz nochmal zu der anderen Kamera gecuttet, wo man den Schauspieler ein bisschen näher sieht und dann darf der halt seinen Satz sagen. Das ist halt weder kreativ noch gut. Und apropos Editing, da muss man auch sagen, also da versagt der Film wirklich in allen Punkten, wenn es ums Handwerk geht. Auch das Editing ist wirklich nicht schön anzusehen. Es gibt da am Anfang eine Autofahrtszene und ich weiß, Editing ist etwas, da achten jetzt nicht viele drauf. Das fällt vielleicht nicht so vielen auf, aber ich bitte euch, solltet ihr euch den Film antun, achtet bei dieser Autoszene drauf und ich verspreche euch, ich kann mir nicht vorstellen, dass es niemanden auffällt, wie zerschnitten das ist, wie
wenig Gefühl man für diesen Raum hat. Und das, obwohl das einfach nur ein Auto ist, das kennt man ja eigentlich. Und trotzdem fühlt sich das alles so seltsam an. Man fühlt wirklich jeden Schnitt, der da passiert. Und das ist halt einfach nicht schön. Ich glaube, man merkt schon, der Film hat mir nicht wirklich gefallen. Es fällt mir auch schwer, irgendwas Positives überhaupt dazu zu sagen. Es ist langweilig, es ist unnötig aufgeblasen, es ist hässlich, es ist nicht gut gespielt, bis auf eben, und das ist auch wohl das einzig Positive, was ich zu diesem Film sagen kann, Jonathan Mayers als Kang, der liefert eine wirklich gute Performance ab, aber sind wir ehrlich, wann hat Jonathan Mayers auch keine gute Performance abgegeben? Da empfehle ich dann doch lieber The Harder They Fall auf Netflix mal zu gucken. Der Film, den haben, glaube ich, viele irgendwie nicht mitbekommen. Ich fand den großartig. Also, wenn ihr Jonathan Mayers sehen wollt, dann guckt euch lieber den an und spart euch in meinen Augen Ant-Man 3, denn der Film ist in allen Punkten einfach nur schlecht und man dachte, es könnte nicht schlimmer werden nach Phase 4. Mit Phase 5 muss man jetzt sagen, okay, anscheinend doch. Das ist in meinen Augen wirklich der absolute Tiefpunkt des MCUs. Ich bin da bei meiner Bewertung am Ende bei 1 von 5 Sternen. Das klingt jetzt erstmal sehr heftig, aber da muss ich auch einfach sagen, wir sprechen hier über eine Multimilliarden-Dollar-Firma und ein Multimilliarden-Dollar-Franchise. Da kann man einfach mehr erwarten. Da muss man auch mehr erwarten. Wenn selbst die handwerklichsten Grundsätze nicht eingehalten werden, dann ist das einfach eine absolute Blamage. Ich werde natürlich trotzdem den nächsten MCU-Film noch eine Chance geben, aber mittlerweile ist auch wirklich mein letzter Funken Hoffnung erlischt. Gut, kann ich halt immerhin nur noch positiv überrascht werden und im schlimmsten Fall hat man wenigstens was zum Aufregen und sich drüber beschweren. Ist ja auch hin und wieder mal ganz nett und ich würde sagen, das war's dann auch mit meiner Kritik. Schaut gerne noch auf meinen Letterboxd-Account vorbei, wenn ihr mehr sehen wollt und abonniert doch gerne den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.